Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es Lias Taufgeschenke. Die Taufe ist ja jetzt schon fast eine Woche her. Und jetzt habe ich endlich mal Zeit, euch die Taufgeschenke zu zeigen. Ich habe die hier einmal so rund um mich rumgereiht. Ich glaube, ihr seht das hier auch. Dass hier überall was steht. Und auch hinter mir findet man etwas. Ja, ich wollte euch jetzt einfach mal alles zeigen, weil das so gefragt wurde. Ja, super viele haben mich gefragt, was hat Lia denn bekommen, weil sie selber Ideen suchen für Verwandte und so. Und genau, deswegen wollte ich euch jetzt einmal alles zeigen, was wir so bekommen haben, einfach als kleine Inspiration. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Es ist nämlich ziemlich viel und so lang soll das Video ja auch nicht gehen. Also viel Spaß. Ja, womit fangen wir an? Also, hier steht ganz schön viel rum und ich weiß echt nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an. Das hier haben wir von Felix Cousin bekommen und von seiner Freundin. Ja, das ist eine Spieluhr. Die finde ich so schön. Genau, die kann man hier eben auch an- und ausschalten an diesem kleinen Knüppel und halt unten auch aufdrehen. Und genau, das ist so ein kleines Karussell eben aus Echtholz. Mit so kleinen Pferdchen, die sich halt auch auf und ab bewegen und so. Und ich finde das so schön, wirklich. Erstmal super schöne Deko und auch, ja, zum Einschlafen und so eine echt total schöne Spieluhr. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Geschenk von meinen Eltern. Und zwar gab es da einmal ein Geschirrset von Raupe Nimmersatt. Ich weiß nicht, ob ihr Raupe Nimmersatt kennt. Das ist auf jeden Fall diese Raupe hier. Dazu gibt es auch ein Kinderbuch und so. Und genau, das ist eben ein Teller. Dann eine kleine Schüssel und ein Becher. Genau, so sieht es aus. Habe ich jetzt auch noch gar nicht ausgepackt und reingeschaut. Aber wir können das ja mal machen. Aber das dauert ja auch noch, bis sie das braucht. Genau, super schön. Ich liebe so farbenfrohe Sachen. Genau, so sieht es aus. Auch aus Porzellan. Super schön finde ich das. Genau, wie gesagt, einmal den Teller, Schüssel und ein Becher. Und das gab es eben von meinen Eltern für die kleine Motte. Und ja, finde ich einfach super süß. Damit auch sehr drüber gefreut. Ja, da würde ich sagen, wo wir schon bei Geschirr sind, machen wir einmal weiter mit von ihrer Uroma. Genau, sie hat nämlich noch eine Uroma. Und da haben wir dieses Set hier bekommen. Einmal so ein kleines Tablett. Finde ich auch super schön, also als Deko und so. Dann war da auch als Deko so eine kleine Plastikflasche bei, auch super süß. Und, wo wir gerade schon bei Geschirr waren, nochmal ein Geschirrset. Und zwar einmal mit so Häschen drauf und ihrem Namen. Super, super schön, oder? Und das ist aus Plastik. Das finde ich auch super cool. Ja, aber geht nicht so schnell kaputt, wenn es runterfällt. Und ich finde diese Hasen so süß. Ja, wie gesagt, mit ihrem Namen drin. Einmal ein Teller, eine, ja, eher so ein Suppenteller. Eine Schale, auch wieder mit ihrem Namen drin. Und auch noch so ein kleiner Plastikbecher. Auch auf beiden Seiten mit Namen. Und eben diesen kleinen Häschen, auch aus Plastik. Finde ich auch super, super süß. Und von ihr gab es auch noch die ersten Ohrringe. Und zwar als kleine Schutzengel. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Oh, ja. Das sind auf jeden Fall so kleine Engelchen als Ohrringe. Die gab es, wie gesagt, von der Uroma. Genau, dieses Set gab es eben von der Uroma. Geschirr ist wirklich sehr beliebt als Taufgeschenk und natürlich auch Schmuck und so. Und ja, ich finde das so süß mit diesen Häschen und den Namen natürlich auch. Perfekt auch für den Kindergarten später, wenn es so lang hält. weil es eben aus Plastik ist auch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit diesem Geschenk. Das steht hier hinten nämlich. Und das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das sieht nämlich so aus. Das hier hinten ist ein Wandsticker. Das hier und auch die kleinen Teile, die hier drin liegen. Dieses Glitzernde, was ihr seht. Genau, und da drin ist dann einmal Ohr, Wattepads, eine Creme, hier vorne ein kleines Kuscheltier, ein Brief und Sonnencreme. Und hier ist eben noch eine Kiste drin. Steht drauf, zur Taufe für Lia und eben der 1.9.2019, so eine kleine Schatzkiste. Das gab es von der Ex-Frau von meinem Vater. Auch super lieb.
Und das muss ich auch unbedingt noch auspacken. Aber ich wollte euch das jetzt erstmal zeigen. Genau, dann haben wir das schon mal alles abgearbeitet. Dann gab es von Felix Eltern einen Apfelbaum. Der steht draußen. Da wollen wir jetzt die Plazenta drunter pflanzen. Also wir wollen den Apfelbaum einpflanzen und die Plazenta drunter legen. Das macht man so. Wir haben die Plazenta ja aus dem Krankenhaus mitgenommen. Und das ist halt eben so ein Brauch, dass man das macht. Und der Baum soll dann besonders viel tragen und so. Und halt eben auch so ein kleiner Lebensbaum für die Kleine sein. Und genau, da haben wir eben einen Apfelbaum bekommen. Und dieses kleine Schätzchen hier kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar ist das eine Kette. Eine Goldkette. Und da ist so ein Herz. Und die eine Herzhälfte ist so ein Delfin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also es ist eben so ein Herz hier. Und hier ist eben so ein kleiner Delfin. Eine Goldkette. Ja, auch sehr schön. Und wird natürlich auch aufbewahrt, bis die kleine Maus die tragen kann. Aber das gab es, wie gesagt, von Felix Eltern. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem, was sie von uns bekommen hat. Von mir und Felix. Da hat sie nämlich auch etwas bekommen. Und zwar diesen Zug hier. Ich fand den schon so toll, als ich schwanger war. Und ich habe gedacht, der muss auf jeden Fall her. Und deswegen habe ich ihr den jetzt zur Taufe geschenkt. Und hier kann man den auch personalisieren lassen. Ich verlinke euch das mal in der Infobox, den Shop. Das ist nämlich ein Instagram-Shop, aber auch ein Online-Shop. Und ich verlinke das einfach mal in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeischauen. Genau, hier einmal Lia. Die ganzen Teile kann man natürlich abnehmen hier, ne? Also sie kann das hier später komplett auseinandernehmen. Hier sind ihre Daten, auch das kann sie alles komplett auseinandernehmen. Und hier auch eben nochmal ihr Geburtstag. Und hier auf der anderen Seite sind dann noch die Zahlen. 1, 2 und 3 ist natürlich spiegelverkehrt, ne? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau, also man kann den halt komplett auseinanderbauen, hier auch. Und ich fand den einfach so schön. Der musste, wie gesagt, her und da hat sich die Taufe natürlich angeboten, ihr den zu schenken. Und wie gesagt, ich verlinke euch den auch nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen, falls ihr da Interesse habt. Der ist super beliebt und was ich finde, der ist auch super günstig. Also dafür, dass er wirklich personalisiert ist und halt Holzspielzeug, finde ich den wirklich sehr, sehr günstig. Der kommt hier in dieser Verpackung. Und wie gesagt, ne, der ist echt total schön und ja, ich bin begeistert wirklich. Und ich freue mich schon, wenn die kleine Maus damit spielen kann. Und jetzt wird er erstmal zur Deko hier stehen, erstmal ein bisschen benutzen kann. Ja. Dann machen wir weiter mit diesem Schätzchen hier. So, wo gehört denn das zweite Teil dazu? Das liegt hier unten. Ah, zack, genau. Also, wir haben einmal eine Garderobe bekommen. Die ist leider schon kaputt gegangen. Und zwar ist die nämlich selber gemacht. Also, das ist hier die Garderobe. Und diese Sternchen, die waren wohl mal einzeln zu kaufen und wurden hier raufgeklebt auf dieses Stück Holz. Und da ist leider der eine Stern jetzt abgegangen. Ja, aber die Garderobe finde ich schon mal sehr schön. Das kleben wir hier einfach wieder ran, das ist gar kein Problem. Und die passt nämlich auch farblich perfekt zum Zimmer. Und da war dann noch dieses Kleidungsstückchen dran. Das hing hier so dran und war dann so eingepackt. Und genau, das ist eben so ein Pullover in 74, den muss ich jetzt auch bald tragen. Und dann hing hier auch noch an diesem Band, hing auch noch ein bisschen Geld dran. Aber das haben wir alle schon weggepackt auf ihr Sparbuch. Und genau, da gab es eben diese Garderobe. Finde ich auch wirklich sehr schön und wird auch hier, denke ich, bald ihren Platz finden im Zimmer. Und das gab es von dem anderen Cousin von Felix. Genau, das gab es von denen eben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit meiner größeren Schwester. Die hat ihr nämlich Besteck auch Besteck geschenkt. Also einmal so ein Kinderbesteck hier von Thomas. Die Firma Thomas mag ich persönlich sehr gern. Die macht nämlich echt schöne Bestecke. Und da, genau, gab es einmal dieses Kinderbesteck von ihr. Auch sehr schön. Passend eben dazu, ne? Und was es von ihr auch gab, ist so ein kleiner Flamingo, den man so hinter sich herziehen kann. Die hat jetzt ein relativ kurzes Band. Das können wir aber noch verlängern. Genau, so ein kleiner Flamingo. Die ist nämlich so ein bisschen Flamingo verrückt und hat uns deswegen das geschenkt. Und was es von ihr auch noch gab, sind so Einmal-Lätzchen, weil wir ja so langsam mit Brei angefangen haben und da hat sie uns auch nochmal so Lätzchen geschenkt.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit dem Onkel von Felix und seiner Frau. Erstmal haben wir hier noch ganz viele Karten. Da gab es einmal auch Geld und diese kleine Kiste hier, beziehungsweise Tüte. Und da, die schenken uns immer Kleidung und die Kleidung von denen ist so unglaublich goldig, weil die hat so einen guten Geschmack, die Frau. Genau, einmal von Noppis so ein Shirt in Größe 68. Ich glaube, ihr wisst, ich liebe Noppis und ja. Das kommt jetzt auch direkt in die Wäsche und wird dann auch getragen. Und von S. Oliver so ein süßes Shirt hier mit so einer kleinen Zitrone drauf. Auch mega süß. Wie gesagt, die hat echt total Geschmack. Wir haben schon so viele Klamotten von ihr bekommen. Genau. Und ich finde das so verrückt, Leute. Und das ist wirklich ein Zeichen. Ne? Ich glaube an sowas eigentlich nicht. Aber sie hat uns Lederpuschen geschenkt. Und jetzt glaub mal, was da drauf ist. Ihre Schildkröte. Ein Zeichen, was wir ja schon irgendwie seit der Schwangerschaft haben. Also wir haben die Spieluhr als Schildkröte, wir haben alles als Schildkröte. Nämlich auch unsere wunderschöne Taufkerze, die ich euch auch nochmal in der Infobox verlinke. Das ist nämlich diese hier. Und ihr seht, da ist auch eine Schildkröte drauf. Und ich fand das so verrückt, weil wir wirklich, wie gesagt, alles mit Schildkröten haben. Und die beiden wussten das nicht. Die wussten nicht, dass die Schildkröte einfach so ihr Lias Zeichen ist. Und ich finde, es ist wirklich ein Zeichen, dass da jetzt einfach eine Schildkröte drauf ist. Oder? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich finde das so verrückt. Ja, auf jeden Fall einmal Lederpuschen. Die kann man hier noch verstellen, der Größe nach. Und genau, einmal mit ihrem Namen, einmal mit der Schildkröte. Auch so goldig, oder? Und wie gesagt, mit der Schildkröte, das ist echt ein Zeichen, finde ich. Dass die jetzt da drauf ist und die es einfach nicht wussten. Ja, finde ich auch wirklich traumhaft. Wirklich. Ich bin so verliebt. Ja, dann machen wir weiter mit diesem Paket hier. Das haben wir von. Oder fangen wir erstmal mit dem hier an. Das hier haben wir von Felix' damalige Arbeitskollegin. Eine Spardose und hier so ein kleines Handtuch. Und da war auch noch Geld drin hier in dieser Sparbüchse. Ich finde die Sparbüchse so cool, weil ja, das ist wie so eine Dose. Seht ihr das? Total cool. Das ist eine richtige Spardose. Ja, das gab es auf jeden Fall von Felix' damaligen Arbeitskollegin. Die hat uns das geschenkt. Und dann von einem ehemaligen Arbeitskollegen gab es dieses Körbchen hier. Das Körbchen richtig schön, auch hier mit so Blümchen und so einer kleinen Lichterkette eingearbeitet. Super schön. Und da gab es einmal so einen süßen Elefanten hier. Dann ein Shampoo von Hip. Ein Pflegeschaum von Hip. Auch super süß hier, die Verpackung. Und zwei Waschlappen, in rosa natürlich. Mit passendem Handtuch und zwar das Handtuch extra groß, kein normales Baby-Dreieckshandtuch, sondern ein bisschen größer, mit ihrem Namen eingestickt. Auch super, super schön und natürlich so kleine Füßchen. Hier auch ein Haken, auch richtig schön. Wie gesagt, auch etwas größer, das finde ich total gut, weil das, was wir jetzt haben, wird schon langsam zu klein. Ja, dann diese kleine Garderobe hier, finde ich auch super süß. Eine kleine Wolke. Und was es dann noch gab, ich packe das schon mal weg hier. Nochmal Besteck. Und zwar von WMF. Da, WMF. Auch eine ganz beliebte Marke. Und zwar sieht das so goldig aus, ne? Weil das ist wirklich so richtig kindlich gemacht hier, ne? Mit so einem runden Messer und so. Und ich weiß, ich glaube, ihr seht das nicht. Aber hier unten ist ihr Name auch eingraviert. Nein, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Doch da so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ist überall ihr Name eingraviert. Das finde ich so eine schöne Idee, weil das haben wir wirklich noch gar nicht. Und ja, super schön hier unten auch, wie gesagt, ne, bei jedem Teil ist da eben ihr Name eingraviert. Und ich finde das Besteck wirklich so süß, weil das so rund ist. Total goldig. Ja, das gab es eben auch von denen. Und dann gab es noch, das habe ich hier hinten liegen, weil ich habe das eben zusammen alles geworfen, diesen Bilderrahmen hier. Den finde ich auch super schön hier mit diesem Schwan. Hier ist auch so ein bisschen Spitze dran. Super schön. Passt auch super ins Zimmer. Also die haben echt Geschmack. Und den werde ich auch, denke ich, glaube ich, hier so sogar aufhängen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ach so, wenn ihr irgendwas hört, Felix ist nebenan gerade am Bauen. Ich sitze hier gerade im Babyzimmer auf der Baustelle und da wird eben noch gebaut, ganz fleißig. Und ich drehe jetzt kurz hier ab, damit ich das gleich alles wegräumen kann. Ja. Das war dann von Felix' Arbeitskollegen. Dann haben wir bekommen von. Oh, ich weiß gar nicht, was das für ein Familienteil von Felix ist.
Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Ich glaube nur eine Bekannte. Auf jeden Fall ist sie super nett und auch die haben wir eingeladen. Die konnten aber leider nicht kommen, weil sie eine Geburtstagsfeier hatten, genau. Und die haben uns aber ein Paket geschickt, eine Woche vor der Taufe, mit diesem Büchlein hier. Das findet die Kleine so unfassbar toll, ne? Also hier sind ganz, ganz viele Tiere drin. Es raschelt, es glitzert. Es ist genau das, was die Kleine gerade feiert, wirklich. Ja, da gab es einmal dieses Buch hier und einen H&M-Gutschein. Ja, den H&M-Gutschein haben wir auch schon im Portemonnaie fürs nächste Mal. Hier. Da würde ich sagen, fangen wir mit diesem hier an. Das hier kann ich euch leider nur bedingt zeigen, weil da Fotos von der Kleinen drauf sind. Es ist auf jeden Fall von ihrer Großtante, von Felix' Tante, von Lias Großtante. Und zwar, ich versuche das hier mal irgendwie so. Seht ihr das? Es ist auf jeden Fall eine Uhr. Eine Uhr mit zwei Bildern von Lia. Ihrem Taufspruch und eben getauft am 1.9.2019. Alles Liebe zur Taufe von deiner Großtante. Ja, das haben wir bekommen. Hier oben ist auch noch so ein kleines Kuscheltier drin. Da und noch zwei Schutzengel. Ja, das ist auf jeden Fall mega cool. So eine Uhr mit ihren Bildern auch drauf. Also das habe ich auch noch nie gesehen. Finde ich auch eine super schöne Idee. Und wäre ich selber auch gar nicht drauf gekommen. Aber sie ist leider so echt so ein bisschen kreativ. Richtig krass kreativ. Und er hat da eben so eine kleine Uhr jetzt gebastelt mit Fotos von der kleinen Maus. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Lias Tante. Genau, die Schwester von Felix. Lias Tante. Die konnte leider auch nicht kommen, weil sie im Urlaub war. So, und sie hat uns auch ein Paket geschickt. Und zwar einmal war dort diese Kiste hier drin, ne? Und was da noch bei war, einmal diese Laterne hier. Finde ich auch, passt super ins Zimmer der kleinen Motte. Und so ein kleiner Vogel hier. Der finde ich passt auch total gut in ihr Zimmer. Von der Deko her und so. Echt richtig schöner Geschmack. Auch die Kiste hier finde ich super. Die werden wir auch aufbewahren in ihr ins Zimmer stellen. So, und wenn man das aufmacht, kommt eben das hier zum Vorschein. Könnt ihr euch einmal durchlesen. Und dann, wie ihr seht, ganz viele Klamotten. Einmal Söckchen. Auch super praktisch. Werden wir jetzt auch alles waschen, weil die Söckchen passen jetzt, denke ich. Dann ein Langarmbody. In Größe 80 ist der, aber das schaut super klein aus. Ich denke, der passt jetzt auch bald. Dann gab es einen Schlafanzug von Snoopy. Der ist richtig, richtig groß. Auch in Größe 80. Und das Lustige ist, ihr Hund heißt Snoopy und ich glaube, deswegen hat sie es auch an Snoopy gekauft. Richtig goldig. Ja, genau. Also ihr Hund heißt eben Snoopy und ich denke, deswegen hat sie dazu Snoopy gegriffen. Ja, dann nochmal einen Schlafanzug bzw. so einen Jogginganzug. Einmal mit einer Hose von Snoopy und dem dazu passenden Pullover. Auch mit Snoopy. Einfach so goldig. Ja, und ganz unten ist dann noch einmal so eine kuschelige Jacke hier drin. Die fand ich auch so schön. Die ist richtig weich, richtig flauschig und hat sogar Ohren. Ja, also Klamotten gehen auch immer zur Taufe, finde ich. Und da haben wir uns auch echt riesig gefreut über dieses Paket, auch wenn sie eben nicht kommen konnte. Aber sie hat trotzdem an die kleine Maus gedacht, was ich echt schön finde. Und das gab es eben, wie gesagt, von Lias Tante. So, dann kommen wir jetzt schon zu den letzten Dingen. Und zwar komme ich da gar nicht ran. Das kommt von einer Freundin von Felix, die ich auch schon sehr ins Herz geschlossen habe und sie deswegen auch natürlich auch zur Taufe kommen musste. Und zwar sieht das Ganze so aus. Den Korb hier hat sie selber gemacht. Auch super süß, ne? Sie war so ein bisschen kreativ. Da ist einmal eine Pflanze dabei. Dann haben wir hier so einen kleinen Greifring. Dann gibt es Schnuller. Die sind auch mega süß vom Design her. Lia nimmt zwar keine Schnuller und deswegen hat sie die extra schon etwas größer gekauft, falls sie später mal Schnuller nehmen möchte. Und dann gab es hier einen kleinen Schutzengel. So sieht der aus. Und zwar der blaue Stein ist ihr Geburtsstein und zwar der Stein für den März. Und genau, deswegen eben ein Schutzengel extra für sie jetzt, also für den März sozusagen. Und dann haben wir einmal ein Baby-Shampoo von Bübchen und eine Cremedusche von Bübchen. Das brauchen wir auch später alles. Also ich
brauchte später gar nichts mehr kaufen. Und dann gab es hier so einen kleinen Badespaß nochmal, so mit dem Panda, total niedlich. Auch das brauchen wir irgendwann. Und was ich auch richtig schön finde, passend zum Zimmer noch so ein kleiner Bilderrahmen. Als Schlösschen. Genau, auch super schön. Und das gab es eben von einer Freundin. Genau, so. Dann, nicht runterfallen hier, gab es einmal von, jetzt kommen nur noch Lias Patentanten, ne? Die beiden Patentanten. Einmal eine Patentante. Gott, das gehört dazu. Ich habe, wie gesagt, alles einmal hier reingeworfen. Ja, einmal von der Patentante Nummer 1 gab es das hier. Und zwar eine kuschelige Plüschdecke, auch mega süß. Dann so ein Kuscheltier als Affen. Dann gab es von ihr, das gehört auch noch dazu, eine Namenskette. Und zwar sieht die so aus. Oh, genau, da sind eben so Babyfüße. Dann steht hier auf diesem Ring ihr Name drauf. Ich glaube auf der anderen Seite, oh, jetzt ist es falsch rum. So, glaube ich, jetzt sieht es besser. Ja, sie also Namen steht drauf und da ist auch wieder dieser blaue Stein, dieser Geburtsstein eben dabei. Genau, das haben wir von ihr bekommen. Und was sie auch gemacht hat, ist ein Sparbuch eröffnet für die kleine Maus. Das bekommt die Kleine, wenn sie 18 ist oder wenn sie konfirmiert wird. Genau, das kann die kleine Maus dann selber entscheiden. Finde ich auch eine super schöne Idee. Einfach, ja, dann hat die Kleine ein bisschen Geld. Dann später. Genau, das gab es eben, wie gesagt, von der Patentante. Und jetzt gibt es das von der anderen Patentante. Die hat uns nämlich das hier geschenkt. Und zwar einmal eine super süße Jeansjacke. Ist das nicht goldig? Mega cool. Auch hier mit so einem kleinen Schmetterling in Spitze. Einfach so gold. Und meine Schwester, das ist nämlich meine Schwester, die liebt einfach Jeansjacken. Die Kleine bekommt immer Jeansjacken von ihr. Dann eine Karte. Hier mit dieser kleinen Girlande und so. Dann gab es einen Fuchs mit einem Schmusetuch und der Fuchs hatte auch noch Geld im Arm. Und der Fuchs saß hier in dieser kleinen Kiste drin. Genau. Und was wir dann auch noch von ihr bekommen haben, ist dieser Bilderrahmen. Und den finde ich auch richtig schön. Denn hier kann man wirklich jeden Monat ein Foto reinmachen. Ne? Und dann kann man eben bis zum ersten Geburtstag einmal sehen, wie die kleine Motte sich verändert hat. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden hier schon die vorhandenen 6 Fotos ja mittlerweile schon hier reinmachen und das dann auch hier im Zimmer aufhängen. Ja, und dann habe ich hier hinten noch gesehen, habe ich ja total vergessen. Das kommt von meiner großen Schwester und zwar hat sie einmal so ein Bild gemacht, selber gemacht. Hier einmal mit so einer Wimpelkette, so eine kleine, mit Lia, steht drauf. Ne, seht ihr, glaube ich. Dann ein Regenbogen, auch selber gemacht. Und hier eben was raufgeschrieben, das könnt ihr euch auch mal durchlesen. Und hier in diesem Kästchen war Geld drin, auch mega süß. Und das werden wir jetzt auch hier aufhängen. Ich denke, hier passt das ganz gut, wenn das hier oben hängt. Je nachdem, ich muss mal schauen, wie ich das so mache. Jetzt fängt der Film da unten an zu segeln, oh mein Gott. Ja, meine Lieben. Und das waren auch alle Geschenke. Das waren alle unsere Geschenke. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen mitnehmen können. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!